Hallihallo und ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge von Shadow of the Tomb Raider mit Lara Croft. Wir sind hier. Hi Lara, hi Lara, hi. Gut, ja, wir sind jetzt darauf marschiert. Wir sind hier noch immer in den Ruinen. Und da ist wieder draußen. Prüfung des Adlers. Prüfung. Also ich glaube, das schreit nach einem Rätsel. Oh. Unglaublich. Jonah, ich bin an der nächsten Prüfung, dem Adler. Ich denke, sie hat irgendwas mit dem Wind zu tun. Mein Kurs bleibt west. Gehe jetzt nach unten. Da ist ein unterirdischer Fluss. Okay, also wir haben jetzt auf jeden Fall ein neues, nächstes Rätsel, liebe Leute. Wie lange ich dafür brauche, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, vielleicht die ganze Folge, vielleicht länger. Ich weiß es nicht. Wir marschieren einmal hin dort. So, neue Bastler entdeckt, Prüfung des Adlers. Sehr gut, wenn man neues Basislager entdeckt, ne? Ein Fähigkeitspunkt verfügbar, somit haben wir, glaube ich, zwei oder drei Fähigkeitspunkte schon zu verteilen. Wir werden das steht wohl am Ende dieser Prüfungen? Die verborgene Stadt, hoffe ich, aber was noch? Antworten. Ich erwarte, Antworten zu finden. Okay, ich auch. Ja, Fähigkeiten. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Drei Fähigkeitspunkte haben wir. Super. Was haben wir hier? Liste der Krähe. Sehen Sie Fallen mit Überlebensinstinkte. Was haben wir da? Erhalten. Was haben wir da? Erhöht Chancen, seltene Tiere zu finden. Da haben wir noch erhöhte Menge an menschengemachten Herstellungsressourcen, die Sie auf der Quelle, aus jeder Quelle erhalten. Was haben wir hier? Krallen des Adlers 2. Benutzen Sie einen Seilpfeil von Ästen aus, um Feinde zu töten und die Leichen im Geäst zu verstecken. Erhöhte Chance beim Plündern von Feinden und Tieren, Pfeile wieder zu erlangen. Das werde ich machen. Sehr gut. Ein Fähigkeitspunkt habe ich noch. Was haben wir da? Drei Fähigkeitspunkte, drei Fähigkeitspunkte. Ein Fähigkeitenpunkt. Erhöht die Zeit des genauen Zielens bei aufgeladenen Schüssen. Ja. Werden wir auch machen. So, jetzt haben wir keine mehr. Schließen. Und Inventar. Schauen wir mal, was wir für Upgrades machen können. 4 Upgrades verfügbar. Wir werden das hier upgraden. Die Ressourcen reichen für die Herstellung nicht aus. Ah, hier unten. Umwickelte Sehne. So, da haben wir individueller Schaft. Die verbesserte Form stärkt den Schaft und ermöglicht eine längere Haltezeit. So, somit sind wir eigentlich hier durch. Upgrade 6 von 8. So, wir haben hier diese Pistole. Da können wir hier Mündungsbremse, leitet die beim Feuern ausgelöste Treibgase um den Rückstoß und Anheben des Laufs zu reduzieren. Okay, ja. Dann haben wir Gegengewicht. Und da haben wir ebenfalls noch Holahan. Da können wir dann leichtgängiger Abzug, die erhöhte Auslöseempfindlichkeit ermöglicht eine höhere Feuerrate. Sehr gut. Feuerrate haben wir auch erhöht. Somit haben wir nichts mehr. Waffen-Upgrade ist abgeschlossen. Das ist auch, da gibt es auch 4 Upgrade-Sachen. Das wiederum den Schaden erhöht. Jawohl, Wettkampflauf. Super. Dann haben wir individuellen Griff. Der verbesserte Griff ermöglicht ein besseres Halten und gleicht den Rückstand besser aus. Leider im Arm des Laufs. Was haben wir hier? Nö, dann werde ich Mündungsbremse nehmen.
Und hier noch eine Metallverschalung schützt den Benutzer vor dem erhitzten Lauf, was ein schnelleres Nachladen ermöglicht. Ja, schnelleres Nachladen ist immer gut. So, haben wir das ebenfalls abgegradet. Erhalten. Erhalten. So, so haben wir eigentlich nichts mehr. Hier könnten wir noch verbessern, aber irgendwie sind wir mit diesem Bogen schon durchaus gut ausgerüstet, würde ich sagen. So. Wir schließen und sind fertig und machen uns jetzt auf zum Tempel hier, zu diesem Rätsel. So, haben wir hier noch irgendwo Loot? Denn das tut gut. Gehen wir mal in den Haupteingang hier. So, wir haben das Rätsel. Sie steht noch, nach Jahrhunderten voller Stürme und Erdbeben. So, Leute. Wow. Ist gut, dass gespeichert worden ist, Leute. So. Okay. Ja, da gibt's irgendwo. Irgendwo was zum Schießen. Ja. Nö, da kann ich nichts anmachen. Hier unten auch nicht. Das ist aber, der ist aber nicht weit geflogen, Leute. Das kannst du mir nicht erzählen, dass das wehgetan hat. Naja. Ah. So, was soll ich hier machen, Leute? Dieses Rätsel ist einmal auf jeden Fall sicher nicht einfach. Gut, dann werde ich auf jeden Fall mal runter marschieren müssen. Ja, ich werde hier rüber hupfen. So, und werde hier so gehen. Da kann man auch, da kann man auch noch gehen. Gibt's was zum Looten? Ja, gibt's was zum Looten. Hier haben wir Holz. Ah, da ist was. Sehr cool. Da. Ein Quetschua. Nein, Mam. Einsturz. Darstellung des Exodus der Maya. Irgendwie war es das schon. Hier oder was? Das war es eigentlich hier schon. Also müssen wir sowieso einmal hier rauf. Bleibt uns nichts über, aber wie kommen wir wieder hier weiter? So, wir speichern noch einmal ab. Spiel speichern. Und irgendwie weiß ich jetzt überhaupt nicht, wo ich da hin muss. Schätze mal hier runter.
da kann sie auch nichts machen. Also es dreht sich auf jeden Fall einmal. Boah, das ist extrem schwer, das Rätsel, Leute. Das sehe ich jetzt schon. Na, hier können wir auch nicht. Also wir können nicht einmal rüber, Leute. Also irgendwie... Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Was ich da tun soll. Aha. Okay. Sehr gut. Na bitte. Super. Wie huft man hier runter? Nö. Nö. Nicht ins Menü rausgehen. Ich hänge fest, ich weiß nicht, wie man wieder runterhüpft. Hoppala, Leute. Nö, das ist nicht gut. Ja. Keine Ahnung, wie ich da jetzt wieder runterhüpfe. Ich habe das jetzt schon so lange nicht mehr gespielt, Leute. Aber das muss ja irgendwie gehen. C. Okay. Ich habe ja jetzt alle Tasten ausprobiert, Leute. Was haben wir da? So, ja. Ich muss die Steuerung noch einmal ein bisschen kennenlernen. Wäre eine Leiter, wenn es richtig herum wäre. Wenn es richtig herum wäre, gut. Dann werden wir irgendwie schauen, dass wir das drehen. Okay, da können wir nicht rüber. Hä? Ja, oh ja. So. Okay. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert, Leute? Ah! Ich weiß ja, jetzt weiß ich ungefähr, wo ich hin muss. Ja, genau, hier hat es gespeichert, Leute. Hier drüben kann ich nicht hin. Was bringt sich das hier? Also ich muss mich da komplett einmal umschauen. So, zack, hier rauf. Hier runter. Leute.
Verzweiflung. Irgendwie muss es doch hier lang gehen, oder? Oder bin ich hier komplett falsch? Da kann ich nirgends hin, Leute. Okay. So, runter. Seil. Wir mal da unten. Ja, Schritt für Schritt nähern wir uns einmal irgendwas. Können wir hier irgendwas anmachen? Okay, hier geht nichts. Zu spät, Leute, zu spät. Ja, dann wieder. Sind wir eh gerade wieder hier? Hat er gerade gespeichert. Super. So, ja, zu spät gedrückt. Ja, das, diese Steuerung. Ja, ich spiele sie auf der Tastatur, nachdem mein Controller ja den Geist aufgegeben hat. Jetzt müssen wir hier hoch. Ich hoffe, ich bin hier eh richtig, Leute. Ja. So. Das sieht man mal da. Also war klar, dass da nichts geht. Seil verbinden. Halten, Seil drücken Sie. Oder Seil auf einer Seilspule zu zielen. Okay. Ja. Sehr gut. Und geht schon. Zack. Sieht vielversprechend aus. Beeindruckend. Okay. Ja, ich hab's geschafft. Schnell, 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 schnell. Ich hoffe nicht, dass er mich erwischt. Glück gehabt. Boah, Leute. So. Jetzt sind wir wieder da. Jetzt sind wir weiter oben. Jetzt haben wir da, das ist die Leiter. Ah, nö. Hier haben wir dann die Leiter, die immer wieder dann geht. Ich muss nämlich hier rauf. Und das machen wir dann in der nächsten Folge, liebe Leute. Die Folge ist vorbei. Und ich bedanke mich, dass du wieder zugeschaut hast. Ich sage Game Over und ciao.